Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Visage. Ja, nach dem Rumrennen hatten wir dann endlich mal Licht bekommen wieder. Wir haben hier über das Babyphone einen Code bekommen, 50373. Ich denke mal, das Ding brauche ich jetzt nicht mehr. Kann ich es lagern? Behalten wir es erstmal? Ja, ich glaube schon. Gut. Ich habe das jetzt mal abgelegt und ja, wir gehen jetzt die nächsten Spiegel an. Der nächste Spiegel hängt auf jeden Fall im Bad. Huch. Und ja, mal schauen, was uns da für ein krankes Zeug erwartet. Aber ich habe gesehen, hey, ist nur noch einer von zwei. Ich habe auch gerade gesehen, ich brauche das Ding nicht mehr, wenn ich mir den Code aufgeschrieben habe. Deswegen schmeiße ich es jetzt mal weg. Ich hoffe, dass das stimmt. So. Hier ist irgendwo ein Spiegel, Fragezeichen. Ja, da ist einer. Oh komm schon, so dunkel ist es nicht. Ja? Komm, schlag zu. Da gebe ich dir ja recht. Aber er nimmt es gerade nicht in beide Hände. Die Toilette ist ja lecker. So. Okay, war nur ein kleiner Bug. Das heißt, jetzt soll es ja wohl gehen. Können wir eigentlich gucken? Hi, Dolores, bist du baden? Nein. So. Nächster Spiegel, nächstes Stück. Das Babyfon ist im Lagerraum verstaut, okay. Vielleicht brauchen wir es dazu doch noch. Gut, hätten wir es noch verwenden können, aber da hätten wir bestimmt wieder noch den Code gekriegt. Ein Tape. Das kann nicht schaden. Okay, es sind alles dunkle Gänge, ich habe kein Feuerzeug. Und alles scheint darauf aus sein, dass wir die Nummern irgendwie verwenden. Wir haben die 5. Was sagen denn die Uhren? 5:45? Viertel 12? Um 5? Also das Einzige, was mit der 5 zu tun hat, wenn es nach dem Code geht, ist hier. Ich laufe jetzt einfach in die Dunkelheit. Okay, ich hoffe jetzt, das war richtig, aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr da, wo wir waren. 0. Wieso stellt man auf eine Uhr eine 0 da? Ach, 0 Uhr ist dann 24 Uhr vielleicht. Mal gucken, gibt es hier sowas? Ja. Drei. Ja, das ist das System einfach weiter. Das wird schon stimmen. Ansonsten rennen wir halt hier ewig im Kreis und kommen nicht mehr raus. 7. Zufälligerweise passt es, also wird schon richtig sein. Und dann nochmal eine 3. Moment. Doch, um 3 haut schon hin. So, mehr Zahlen habe ich nicht. Ja, das klingt richtig. Wo ein Baby schreit, ist Dolores nicht weit, haben wir gelernt. Klingt nie mehr verkuselig. Bei der Mucke würde ich auch schreien. Alter. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist verstörend. Ah ja, stimmt. Wir machen ja also mal einen Zeitlupe. Boah. Chill. Ach, Dolores, du machst immer so eklige Dinge. Boah.
Ist vielleicht schon gut, dass ich vor einiger Zeit gegessen habe. Okay. Da ist unser Baby wieder. Alles klar, alles normal. Alter, das ist wirklich das Haus. Also, zumindest unsere Fantasie. Oder in ihrer Traumwelt, Erinnerungsvergangenheit, gestörtes Dingens. Eklig ist kein Ausdruck. Oh, toll. Oh, kannst du die Mikrowelle? Ah, liegt kein Baby drin. Okay. Oh, durch die dunkelsten Tiefen. Wo lang jetzt? Okay, es geht glaube ich nur hier lang. Aber dann entfernen wir uns vom Babygeschrei. Achso. Oh Mann. Scheiße. Es wird immer schlimmer. Kann ich irgendwas tun? Ich will dir helfen, kleiner Schreihals. Ah, man muss dich bücken. Ja, lagern wir. Und jetzt? Ah, es löst sich langsam. Okay. Jeder Tod hat ein anderes Gesicht. Anscheinend nie ein schönes. Okay. Ich denke mal, wir haben ja alles gesehen. Mehr als wir jemals wollten. Zurück in die Normalität. Oh Gott. Das ist immer noch verstörend. Huch. So. Das ist ein Grammophon. Darauf kann Musik abspielen. Das ist genial. Die Kurve fehlt jetzt nicht mehr, denn ich habe sie. Ja. Ach, ich habe die Platte noch nicht. Okay, ich vermute mal, wir müssen dann jetzt, oh, ich habe fast alle Mobile-Teile, ne? Wir müssen dann wohl wahrscheinlich den nächsten Spiegel, und vor Schock habe ich gerade vergessen, wo der ist, mal kurz nachdenken. Nein, komm nicht wieder, ich muss kurz nachgucken. Okay. Ja, ich sehe es gerade. Hier sind Gedärme, die mir vor Schreck auch nicht aufgefallen sind. Die führen dann wohl weiter. Sprung! Ja, ich sag Gedärme, okay. Ist wahrscheinlich eine Nabelschnur. Vermeide es zu lange dunkel zu stehen, tja. Hinweis an die Macher, dass es eine Katze hin kann, ich nicht viel machen. Ich hab so ein tolles Gefühl. Hi Dolores. So. Okay, die Gedärme sind wohl weg. Geht's erstmal zu den. Ah, hier geht's weiter. Oh. Ist egal.
Hi, kleiner. Kleines. Ich brauche beide Hände. Ja, ist okay. Ich brauche wie immer beide. Ich muss jetzt echt den Hammer ablegen, dann lege ich ihn aber so ab, dass ich den mir wiederholen kann. Gib mir mal einen Moment. Hey, hier ist hell. Komm runter. Ist nicht nur hell, ist sogar schon heilig hell. So. Ich werde die verstauen, den Hammer gleich wieder im Keller und irgendwie habe ich noch schon den Spiegel nicht aufgemacht, den letzten, und muss dann gleich wieder alles rennen, aber mal gucken. So, jetzt sind wir erstmal hier bei den Kleinen. Untersuchen. Okay. Dolores wollte ihn haben. Dolores kann ihn wieder kriegen, meinetwegen. Echt im Dunkeln. Ein bisschen verschwommen. Ja, ich wusste es. So, jetzt überlege ich auch gerade, wo ist denn? Okay, ich gehe anscheinend nur hier lang. Ehrlich? Das macht doch keinen Sinn, oder? Doch, okay, gut, passt. So, Dolores, hier ist dein Kind. Du wolltest es haben, jetzt nimm's. Ich war zu nah dran. Okay, anscheinend bereut sie, was sie getan hat. Wenn du mich die ganze Zeit nicht gejagt hättest, hättest du es viel schneller wieder haben können. Hast uns keinen Gefallen getan. Ja gut, Jesus heilig. Was ist das? Ach, das ist ein Mobile. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Mobiles, ne? Dürfen wir jetzt eigentlich hier mal wieder. Nee. Okay, gehen wir erstmal Mobiles aufhängen. Und. Ja, doch, ich hole meinen Hammer erstmal wieder. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ob ich ihn vielleicht brauche, dann renne ich dann wieder alles hin und zurück. Stopp, hier lang. Ah ja, hey, der ist ja verstaut geworden. Na gut. Goldfischgedächtnis, ne? So. Ihr seht, vor diesem Spiegelraum habe ich so viel Respekt, dass ich dann lieber gleich einen großen Bogen drum mache. So, jetzt gehen wir erst noch ein bisschen Mobilis aufhängen. Irgendwie dunkel hier. Okay, wird nicht besser. Verwenden. Warum kann ich das hier? Achso, es dauert, braucht noch eine Zeit zum Laden. Entschuldigung. So, kann ich jetzt? So, mal sehen, was abgeht. Ah! Look, it's a key! Ein Notenschlüssel. Hatte ich irgendwas Verschlossenes mit Musik? Ein Musikzimmer oder so? Nehmen wir, das Ding schwebt ja jetzt. Schlüssel mit Musiksymbol. Dolores, du. Ah, okay, alles klar. Wir tun aber erstmal ein bisschen Tapes hören. Welches ist, denke ich, egal. So. I fear that Dolores is getting worse by the day. Her temperaments are extremely bipolar. She gets easily upset.
upset over small things, almost always immediately followed by self-resentment and the asking for forgiveness. It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still, and I'll do whatever it takes to help her overcome her condition. Oh, no. I'm gonna be late for tea. Where did I put that damned attic hook? Okay. Dass es mit ihr nicht besser geworden ist, habe ich schon gemerkt. Nein. Ja, ich weiß, ich hätte ins Menü gehen müssen. So. Ist das denn die aktuelle? Nein, ah. Okay. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. I've gotten rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them. Hey, der arme Kerl. The only time I can get some work done is when she's sedated. Boah, der tut mir voll leid. Okay, legen wir die mal alle ein. Gegenstände einlagern. Ja. Ich will einfach nur zurück. Okay, sind offenbar auch alle. So. Notenschlüssel, das scheint wohl zu passen, ne? Schallplatte. Ja, das heißt höchstwahrscheinlich, wir müssen wieder in den Keller, ne? Okay. Dolores, chill. Ich hab dir ein Baby wiedergegeben. Und ich glaube langsam, dass du es versehentlich getötet hast. Hat er mich schon durchgepiept, ne? Ja. Ich verstehe jetzt auch, dass Dolores irgendwie auch ein Opfer ist, aber es ist halt trotzdem scheiße. Sorry. Okay, ab mit uns in den Keller. Also ganz ehrlich, seitdem wir den Strom wieder anhaben, ihr habt ja den Teil nicht gesehen, wo ich diese Haufen Tote habe oder hatte. Seitdem wir Strom anhaben, geht's auch wieder, aber bis dahin war das mega frustrierend. Gut, das haufenweise hin und her gerenne ist jetzt auch nicht gerade so geil. Aber ohne den Strom dann dieser quasi Permadeath. Ich war mir echt nicht sicher für einen Moment, ob ich überhaupt weiterkomme, aber gut, hat geklappt. So, jetzt hoffe ich doch mal, dass wir nicht allzu schnell mehr sterben. So, hier ist das Grammophon. Ich habe jetzt auch eine Platte. Ja, ich weiß, ich muss erstmal meine Eltern drauflegen. Hören wir mal. Nein, ich will die nicht lagern. Habe ich doch keine Chance, ne? Ich komme nicht raus. Ich muss sie lagern. Dann muss ich da drauf machen. Dann muss ich die Kurbel aussehen, weil ich mich verklickt habe. So, jetzt aber. Das ist toll. Weiter. Ja, okay. Ist nett, aber...
Oh. So, nicht über den Cut wundern. Ich mache diese Sache gerade jetzt zum vierten Mal. Die Idee erstmal dahinter finde ich ziemlich cool. Man soll der Musik folgen. Und ja, wenn man falsch läuft, hört die Musik auf. Ja, das war jetzt gut mal als Beispiel. Finde ich es eine interessante Sache. Warum bin ich jetzt also gestorben? Jagt mich Dolores? Nein. Sondern ich stehe jetzt hier an einer Stelle, wo ich nicht genau weiß, wo ich hin soll. Trotz Musik. Und da habe ich jetzt quasi drei Wege versucht. Folglich bleibt nur noch einer übrig und der muss es dann ja hoffentlich sein. Ja, werden wir gleich sehen. Den Weg kann ich einigermaßen schon auswendig. Deswegen kann ich auch sagen, dass wenn ich mich jetzt nach links drehe, Dolores sehe, wie sie tanzt. Okay, ein Stückchen besser, war nicht ganz so viel getimt. Das heißt, sie ist erstmal wieder happy. Und ich mühe mich hier ab. Ne, das war falsch, stopp. Das weiß ich. So. Was hier? Ja. Nein, das ist noch nicht die Stelle, wo ich sterbe. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich muss jetzt ein paar durch enge Kurven gehen. Die etwas unheimliche Steuerung ist jetzt hier nicht der beste Freund, im Gegenteil. So, hier bin ich jetzt dreimal gestorben, denn ich bin einmal hier lang. Einmal habe ich versucht, hier lang zu gehen. Und dann habe ich gedacht, ich kann da drüben landen. Das war auch nicht der Fall. Das heißt, der einzige Ort, wo ich noch landen könnte, drückt mir die Daumen, ist jetzt hier. Klar, der letzte, den ich wähle. Okay. Gut. Folgen wir der Musik. Kann ich hier was finden? Ich kann mir nicht vorstellen, soll es die Tür sein? Okay, dann rein mit uns. Ganz vorsichtig in Zeitlupe, wie immer, sehen wir haufenweise Kinderbetten. Spannender, wenn ich langsam laufe, aber eigentlich möchte ich hier irgendwie durchrushen, weil ich glaube, hier kommt nichts, was ich verpassen könnte. Ja, Rot ist also Dolores Farbe, ne? Tadam. Okay. Ach, das sind die drei Bilder, die wir... Moment, das heißt, hier haben wir irgendwo ein Guckloch. Ja, das passt ja für Jumpscares. Okay, da ist Dolores. Hi. Ja, jetzt kommt garantiert einer. Jumpscare in 1, 2, 3. Ne, da ist sie. Gut. Dachte jetzt schon. Jetzt ist aus Bild, jetzt kommt der Jumpscare. Oh, okay. Aber es musste einer kommen. Wir haben hier ein Peeping Hole, also. Ganz klar.
Gut, sie hat sich dazu selbst umgebracht. Ich vermute mal präventiv, weil es ihr erstens schlecht ging, zweitens, damit sie das Kind versehentlich umbringt. Sonst noch was? Gut. Klingt recht friedlich jetzt. Vom Fortschrittsgehen aus wird der Fortschrittsraum angezeigt. Dolores Kapitel haben wir geschafft! Yeah! Okay. Gut, gibt offenbar noch ein drittes Kapitel, oder? Ha? Nein, nein, er lädt. Ah, das ist jetzt den Hauptinhalt der Early Access Version beendet. Wir freuen uns auf dein Feedback. Danke, dass du die Early Access Version gespielt hast. Für uns allen im Z-Square Studio. Gut. Das heißt, weiter geht's hier wohl erstmal nicht. Müssen wir aufs nächste Update warten. Okay, versuchen wir nochmal Dolores Geschichte zu verstehen. Ich tue mal kurz Pause, wer weiß, was hier sonst kommt. Ist Dolores verrückt geworden? Hat ihr Mann umgebracht? Offenbar. Und hätte beinahe ihr Baby umgebracht, aber hat das verhindert, indem sie sich dann selbst umgebracht hat. Aber das Baby wäre dann theoretisch ja trotzdem tot, weil wer hätte sich dann drum kümmern sollen? Bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Also entweder hat sie alle gekillt. Ja, oder so in der Reihenfolge, wie ich es gerade vorher hatte. Bin mir nicht ganz sicher. Insgesamt. Ja, die Story an sich fand ich jetzt nicht so spannend. Da war die erste besser. Auch von der ganzen Aufmachung her auch. Zwar war auch ein erstes Kapitel, wo Lucy uns gejagt hat, das bisschen nervenaufreibend, aber da hatten wir dann, also man hatte gefühlt schon eine Chance gehabt, auch wenn es teilweise ein bisschen anstrengend und ärgerlich war. Aber hier war das dann doch ein bisschen zu extrem, also viel zu viel hin und her gerenne, es war dunkel geworden, ohne dass man was bekommen hat und was dagegen zu tun, ernsthaft. Wie gesagt, den Teil habt ihr nicht miterlebt, weil ich das dann übersprungen habe, bis ich endlich mal dann die Variante hatte, wo ich echt den Schlüssel gefunden habe. Insgesamt denke ich, das zweite Kapitel ist schlechter als das erste. Ich hoffe, das dritte und wie viele andere wohl auch noch kommen mögen, werden dann besser sein. Es ist ja hier viel Potenzial. Und ja, damit sage ich danke fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!